einen dunklen grauen Anzug an, einen strahlend grünen Schlips, einen Hut und ein Regenschirm stand an der Seite. Und als ich ihn so sah, er kam ja rein, hatte ich eine Beziehung zu Bang Jimson. Und ich war schon mit einem Schwarzen zusammen und der hatte mir so ein bisschen über Kit Thomas erzählt. Und da wollte ich gerade auf ihn zugehen und sagen, dass er mich an Bang Jimson erinnert. Und da zieht er mich zurück und sagt, hör mal auf, der hat Bang Jimson nie gesehen. Er kennt den Namen. Der eine hat in Algier gespielt und Bank hat, wie hieß das noch? Algier war Bank und er hat in wie hieß denn das, wo ich war? Jetzt habe ich das vergessen. Das war genau gegenüber. Die kannten sich von Namen, mehr nicht. Naja, und ich war natürlich begeistert als Trompeter von einem Spiel, was ich vorher noch nie live gehört hatte. Das Spiel fiel auf durch ein abruptes Staccato, was dann in schnelle Läufe überging und dann wieder abruptes Staccato und sein Verhalten. Er guckte dann immer wie so ein Vogel aus dem Nest, so verschmitzt, um die Reaktion der Leute zu sehen. Und er war ganz in medias res, unheimlich ein schwarzer Typ. Man könnte sagen, Vorfahren konnten aus Ghana gekommen sein. Auch die Arbeit mit dem Derby-Hut, den er hatte. Dann hatte er auch Perkussionsinstrumente, diese Gurke da, was man mehr in Lateinamerika hat. Und er fiel einfach auf, auch im besonderen Vergleich zu den anderen Musikern, alle hoch betagt. Und was mich so anrührte, war der Atem dieser alten Leute, den man mitbekam, wenn sie spielten. Der Atem. Naja, was mir sofort auffiel, ich kannte kaum ein Stück, bis auf ein paar Standards. Und ich wurde ganz ungeduldig und sagte mir da schon, mein Gott, in 3 Wochen wirst du das wohl nicht schaffen, sicherlich wirst du länger bleiben müssen. Das war so ein Vorgedanke. So kam es ja dann auch später. Tja, und dann war ich schon am ersten Tag in der Situation, fragen zu müssen, wie heißt das Stück? Und ich saß ja unmittelbar vor ihm, fasste ihn am Schuh und sagte, Mr. Thomas, what's the title? What? You don't know that number? He said, I've never heard that number. What kind of music you play? I said, New Orleans jazz. Well, you don't know that number. You know nothing. He said, yeah, I know a lot of numbers, but I don't know these old dance tunes. Yeah, that's the tune is called After the Ball. Bleistift, Papier genommen und hab dann aufgeschrieben. Und eigentlich musste ich eigentlich, am Anfang habe ich es gleich gemacht, habe mich geschenkt, gesagt, bist ja morgen auch noch hier, dann macht man nicht so viel, dann kriegst du ja ein Hausverbot. Die Leute ärgerst und jedes Mal am Fuß gibst und sagst, wie heißt das Stück? Naja, und dann wurde ich aber auch traurig dabei, weil nämlich diese Melodie, die sollte ja in meinen Kopf und da ich keine Notenharmonien kann, geht es also nur über den direkten Weg übers Ohr und da muss gespeichert werden. Und da hatte ich dann die ersten Angstzustände, mein Gott, wie wird das ausgehen? Die 3 Wochen sind schnell, diese Melodien willst du alle mitnehmen. Und das ist ja das Beste, was du mitnehmen kannst für deine Musiker in Hamburg. Na, und dann den zweiten, dritten Abend wurde ich ein bisschen freier. Dann habe ich auch mal einen anderen Musiker gefragt, nicht immer Kit Thomas. Und mal den Posaunisten Louis Nelson. Der war sehr nett. Der sagt immer, hallo Fritz, wie geht's? Hallo Fritz, wie geht's? Naja, ich wusste ja, die Spitznamen sind Sauerkraut, Kraut, aber dort wurde ich immer mit Fritz angesprochen. Ja, und so kam dann Abend für Abend, das war so meine kleine Universität, die Preservation Hall. Die ging dann so von 8 Uhr, 20 Uhr bis um 12. Und dann war nebenan ein Laden mit einer kleinen Combo.
Er war ein fantastischer Pianist. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich hatte mich mit ihm unterhalten. Der hat auch viele Stücke, Arrangements für Duke Ellington geschrieben. Fiel auch auf durch ein brillantes Klavierspiel. Dann war da auf der Bühne ein Albino, ein weißer Albino, der eine Klarinette wirklich im Stil von Benny Goodman spielte. Ein Trio, ein Bass und ein Schlagzeug, ein Quartett. Die spielten nebenan und das ging dann bis morgens um 4. Und als ich dann die durch hatte, den anderen Tag, habe ich dann in der St. Peter Street, in der Heritage Hall, auch eine schwarze Band gehört. Da war Louis Cottrell, ein Klarinettist, wie so ein Pfannkuchen, hellere Haut, aber richtig pummelig, dick, rund. Alles war rund an ihm. Spielte eine wunderbare tirolische Klarinette, Louis Cottrell. Ja, mit Alice Sladen, Alice Sladen, die war ein Bassist, jüngerer Art, so um die 40. Naja, und dann war also jeden Tag dran für mich die Universität, die Preservation Hall. Und da habe ich dann die Leute immer wieder fragen müssen, fiel mir schwer, aber ich musste ja an die Titel rankommen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, du kannst ja keine Noten, aber wenn du dann in den Musikladen gehst, Wehrlines auf der Kanalstraße, dann kannst du ja mal fragen, und wenn du den Zettel hast, dann kann die Dame dir diese Stücke raussuchen, einzelne Stücke. Die waren dann, meistens hatten sie auch eine kleine Zeichnung drauf oder ein Bild. Und naja, und dann bin ich dann losgegangen zu Wehrlines, als ich meine ersten 20 Titel aufgeschrieben hatte. Da weiß ich noch, eine Dame sagte, wie war denn die Melodie? Oh, sag ich. Die habe ich zum ersten Mal. Ging sie ans Klavier und spielte Moonlight and Roses. Ja, so, dann war ich also erstmal beruhigt, dass das, was mein Gehirn noch nicht aufgenommen hatte, dass ich das erstmal, wie man so schön sagt, schwarz aus weiß nach Hause nimmt. Das war ein Papier, mit dem ich zwar nichts anfangen konnte, aber ich weiß ja, dass Leute dieses spielen können nach dem Papier, so war mir für mich das erstmal erhalten für den Heimweg nach Hamburg. Mhm. Naja, das habe ich dann praktisch jeden Abend dort gemacht und mein Zettel wurde immer länger und größer. Und die Stücke, die mir besonders gefielen, die habe ich doppelt rot unterstrichen, auch in Hinsicht auf die Tatsache, wenn sie wieder spielen, dass sie dann das für mich spielen. Da war es ja so, wenn man ein Stück sich wünschte, $5. Mhm. Aber die kannten mich nun und wussten, ich bin Musiker, da brauchte ich die $5 nicht bezahlen und haben sie dann das für mich gemacht. Naja. Und so war dann eine Liste von 220, 30 Stücken entstanden. Irgendwo muss diese Liste noch existieren. Nicht bei mir, sondern meine Sachen sind ja damals bei Ferdinand Blitz hingekommen. Da muss sie noch in einem der Kartons sein, diese Liste. Naja, ich muss sagen, der Aufenthalt war ja nur für 3 Wochen vorgesehen. Und dadurch, dass ich nun unzufrieden war, ich diese Stücke nicht kannte, immer am Abend waren mindestens 10, 20 Stücke, die ich noch nie gehört hatte. Und das machte mich fuchsteufelwild, weil ich sagte, Mensch, das sind so schöne Stücke. Und die gefielen mir auch, weil sie so melodisch waren, so süffig von der Melodie. Und man konnte so viel damit machen. Und dann habe ich gefragt, auf den Notenblättern stand ja auch drauf, komponiert, geschrieben 1911, 1912, 13. Und was mir auffiel, das sind angelsächsische